السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي وقناتكم تيما فلوكس. الفيديو ديال اليوم غيكون عباره على فلوغ، فاخيرا رجعنا للفلوغ ديالنا كما تعودنا شحال هذا من بعد انقطاع كان مده ديالو تقريبا سنتين بسبب جائحه كورونا. فكنتمنى ان الفيديو ديالي يلقاكم باحسن الاحوال، وحتى الظروف عندكم في البلد اللي نتوما فيه تكون تحسنات من بعد هاد المده هذه. فقررت انني نرجع نبدا نصور دي فلوك وندير سلسله سميتها اشنو ممكن تشوف المانيا بالنسبه للناس اللي ساكنين في المانيا والناس اللي يلاه جاوا جداد، وكذلك بالنسبه للناس اللي حابين يديروا سياحه في المانيا. فكنتمنى انني نفيدكم ولو بفيديوهات بسيطه. اليوم ان شاء الله جينا لحديقة الحيوانات كارل بمدينة كارل صغوة، فهي مدينة زوينة بزاف، وحتى الحديقة فعجبتنا بزاف بزاف بالنقى ديالها، بالنظام اللي فيها وبالحيوانات المتنوعة اللي فيها. فتشوفوا معايا الفيديو للأخير. So, ansonsten hatte ich drüben schon angedroht, dass ich ein bisschen was zum Thema anatomische Anpassung der Pinguine an ihre Lebensweise erzählen möchte. Pinguine sind ja doch sehr spezielle Vögel. Die einzigsten nicht flugfähigen Vögel, die wir auf dem Meer finden können, die dann nicht wegfliegen können, sondern nur wegschwimmen können. Diese aquatische Lebensweise hat eigentlich auch einige Besonderheiten bei den Tieren hervorgebracht, die sie von anderen Vögeln deutlich unterscheiden. So. Thank you.
Er ist müde. Das kann ich Ihnen mal leider anhand der Tiere die Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen Familien zeigen. Also fangen wir bei den Seelöwen an mit dem Merkmal der Ohrenrobben. Wenn ich jetzt von dem Merkmal der Seelöwen spreche, geht das stellvertretend alle um. So, das erste Merkmal ist das Namensgebende. Danke. Was hat Ihnen die Baumuscheln hier? Sehen die kleinen Katzen an der Seite, die haben nur Ohrenrobben, deswegen heißen sie auch so. Wenn Sie also eine Robbe sehen, die Baumuscheln hat, ist eine Ohrenrobbe, wenn nicht, ist eine Hundrobbe. So leicht ist es auch zu kategorisieren. Die auch zum Barschern benutzt werden können. So können sich die Tiere dann fortbewegen. Und das hat direkt einen Zusammenhang mit dem Schwimmverhalten der Tiere. Die Tiere hier erzeugen den Antrieb mit den Brustflossen und lenken mit den Hinterflossen. Das ist mal sehr beeindruckend, mit wie wenig Bewegung die sich wie schnell vorbewegen können. Der größte Unterschied zwischen den Geschlechtern. Sie sehen hier, dass der Bulle deutlich größer ist als die Dame. Also das Ibi geschätzt ist natürlich noch 330 Kilo circa. Ja, das ist die größte Richtung, also das Dreifache, mit dem die Dame aufhält. Ein evolutionärer Vorteil, groß und kampfstark zu sein. Diese Gene gibt er natürlich an seine Söhne weiter und so hat es im Laufe der Jahre eingespielt, dass die Menschen hier einfach deutlich größer und stärker sind. Ja? Ja, ansonsten, wir trainieren hier mit unserem Tier, das machen wir aber nicht nur, weil wir es lustig finden oder weil das ein schöner Schaueffekt ist, das geht auch tatsächlich dabei um praktische Gründe. Kannst du mir auch noch meine Hand nehmen? Danke. So, dann können wir einfach auf Kommando den Mund öffnen, können da reinpassen, wunderbar, sehr schön dicker. Ja, eine ganz andere Geschichte. Andere Sache, wir können auch die Blutabnahme mal vornehmen, das wäre jetzt mal ein einfaches Beispiel, wie wir das umsetzen. Erstmal zu der Blutabnahme selber, warum? Es ist nicht so, dass wir einfach irgendwo aus seinem Körper Blut entnehmen können. Warum? Haben wir eine dicke Fettschicht, die ist schlecht durchblutet und so gibt es nur ganz wenig Venen, an die wir noch rankommen. Ja,
Lila. احبائي وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى الفلوغ ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. احنا شخصيا عجبتنا الخرجة بزاف، الحمد لله دازت زوينة وعجبنا المكان، انبهرنا بالنظافة ديال المكان سواء مكان الحيوانات او حتى في البارك، يعني رغم العدد ديال الناس الكبير اللي كيتوافد يوميا على هاد الحديقة هذه فمنظمة ومحافظين على النظافة ديالها. الى عندكم شي اسئله بالنسبه لهذه الحديقه هذه او اي نوع من الاسئله فتركوها ليا في التعليق لتحت. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش فكنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا معنا فاكيد الفيديو ديالي ان شاء الله غادي ينالوا اعجابكم، وانا راه كنخدم على القناه باش تكون من احسن الى احسن ان شاء الله.
فأي سؤال أنا كنجاوب عليه وكنرحب بجميع التعاليق ديالكم وبالملاحظات ديالكم. بالنسبة لهذه الحديقة هذه فالثمن ديالها كيبقى مناسب، وأنا كنصحكم أنكم إذا كنتوا عائلة ديروا يا غسكارت أو لا انخراط سنوي، فهو كيطيح أرخص. ونتلقوا إن شاء الله في فيديو جديد. كنقول لكم خليت لكم راحة البال ومع السلامة.